habe mich jetzt auch auf die Rednerliste, in die Redeliste rein manipuliert und ich habe eine Frage an die FDP. Also ich denke, dass die TTIP ja auch insbesondere darauf zielt, auf die Erweiterung von dem Dienstleistungssektor, das sind ja immerhin 70% von dem Bruttoinlandsprodukt von Europa. Und damit wird es auch spezielle Kapitel zu Wettbewerbs- und Vergaberecht beinhalten. Und die öffentlichen Stellen, da Klunk hat es neulich schon erwähnt, die geben ganz viel Geld aus. In Europa sind das jährlich 2 Billionen, das ist eine Hausnummer. In Deutschland sind es 400 Millionen, also das geht vom Bleistift über die Bürosoftware bis zur S-Bahn. Und viele Kommunen versuchen bei ihrer Vergabe regionale Unternehmen zu bevorzugen. Und jetzt eine Frage an Sie, fällt die Bevorzugung regionaler Unternehmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen unter das, was Sie auf Ihrer Webseite als vergabefremde Kriterien bezeichnet haben? Und wenn ja, glauben Sie, dass dies kleinen und mittelständischen Unternehmen, ob die damit Dienstleistungskonzernen konkurrieren können? Also ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Veoli, also wenn ich einen Klempner will, ich kriege hier keinen mehr, der mir meinen Abbus durchputzt. Ne? Ich muss mich dann an Veoli erwenden. Also seit neuestem steige ich dann lieber selber einen Abbus rein. Gut, und noch eine Frage an die SPD. Herr Schäfer, Sie sitzen hier im Stadtparlament und Sie wissen, dass wir als Attac erfolgreich die Verhinderung der Wasserprivatisierung des Verkaufs der städtischen Werke angeschoben haben. Vielleicht dankbar dafür. Aber jetzt eine Frage, wie würden Sie denn das, es gibt diese Negativlisten, also es wird diese Negativlisten geben, wahrscheinlich im TTIP, und wie würden Sie das denn dann formulieren, also im Anhang 1 und 2, Sie haben sich ja eingearbeitet, was es ist, oder ich kann Ihnen dann auch noch helfen, damit die Stadt Kassel die Wasserversorgung weiterhin in eigener Hand behalten kann, und dann die städtischen Werke weiterhin Geld für die kommunalen Aufgaben erwirtschaften können. Also wenn Sie uns da einen Hinweis geben würden, wie Sie das formulieren wollten und dass Gabriel das unterstützt, dann würde ich mir meine Stimmabgabe noch überlegen. Wir wollen jetzt auch so, jetzt geht's weiter. Ich wollte dann auch nochmal an die Fragen stellen. Also das CETA ist ja praktisch schon fertig verhandelt, steht kurz vor der Ratifizierung. Wie ich es jetzt mitbekommen habe, soll es wohl die Europäische Union ratifizieren. Bei dem TTIP ist das ja noch gar nicht so ganz entschieden, ob überhaupt die Europäische Union zustimmungsberechtigt sein wird. Also zu meinem totalen Bedauern. Aber jedenfalls, wer muss überhaupt zustimmen und müssen auch alle Landesparlamente zustimmen, also ich meine die Staaten halt. Und wie kann man, wie hätten Sie jetzt eine Idee, wie kann man denn überhaupt dieses kurz vor der ratifizierende CETA-Abkommen noch stoppen? Oder geht es da dann eben nach Mehrheiten? Das heißt also, wenn jetzt, nehmen wir an, die CDU und die Konservativen jetzt die Mehrheit haben an Parlamentariern in dem Parlament, das abstimmungsberechtigt ist, und darüber abgestimmt wird und dann wird eben trotzdem dafür abgestimmt. Oder wie könnte man denn das nur noch konkret ändern, zumindest wenn es so kurz bevorsteht? Und wie könnte man erreichen, dass die Medien, insbesondere eben die Fernsehsendungen, einfach mal zu gescheiten Sendezeiten eben wirklich auch mal das Problem bringen und nicht eben Viertel vor 11 oder was, da wäre dann schon mal interessante Sendung. Und ja, wie könnte man das einfach mal erreichen oder eben auch mal Einfluss auf den Fernsehrat nehmen oder eben auch mal also wie könnte man eben erreichen, dass einmal die Medien wirklich intensiver eingebunden werden und eben die Öffentlichkeit, und das hier ist ja auch wieder eine Auswahl derer, die eben sehr engagiert und interessiert ist. Also insgesamt, wenn man denkt, wie viele Leute hier in Kassel wohnen, ist das natürlich trotzdem eine ganz, ganz kleine Gruppe. Dafür wäre ja eine Öffentlichkeitsarbeit nötig, die eben durch die Massenmedien möglich ist. Die heißen ja Massenmedien, um die Massen anzusprechen. Und solange das immer nur in so kleinen Nischenprogrammen läuft, wird man da nie wirklich einen Wandel erreichen können. Also um die Öffentlichkeit wirklich mal aufzubringen und zu mobilisieren. Aber also das ist die eine Frage mit den Medien und die andere Frage ist eben, wie könnte man denn das CETA jetzt stoppen, wenn es vielleicht dann nach Mehrheiten geht und dann, ja, das waren die Fragen. Dankeschön.
Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei den Fracking-Veranstaltungen auf dem Podium bis auf die FDP immer alle dagegen waren. Und dann, da wo die Entscheidungen getroffen werden, das anders passiert. Heute war hier, ist ein bisschen wohltuend, dass die SPD Farbe bekannt hat, dass er eigentlich nicht dagegen ist, eindeutig. Insofern war es ein bisschen klarer. Meine Frage geht jetzt an den Martin Häusling, der sehr sympathische Sachen heute Abend hier gesagt hat, wo ich aber an anderer Stelle gelesen habe, dass er Landwirtschaft und Ernährung ausnehmen wollte, dass er dazu die Zustimmung von den Grünen hatte. Und ich mich dann frage, ja warum nicht das ganze Abkommen grundsätzlich alles stoppen? Warum ist das nicht die Position der Grünen, wenn das jetzt trägt, was er heute Abend gesagt hat? Und beim Fracking frage ich jetzt bei der Linken nach, wie ist das, wenn die Linke gegen Fracking ist und sie ist in der Koalition und hat einen Partner, und ist das dann eine Verhandlungsmasse, das mit Fracking, oder gilt das als nicht verhandelbar? Ich denke noch zwei, weil es geht ja vor die ganze Runde durch. Ich weiß nicht, ob es so lange noch auf dem letzten Mal. Also ich wollte den Herrn von der SPD ansprechen, und zwar, dass da noch irgendwas verhandelbar ist, haben Sie am Anfang gesagt. Ich kann mich erinnern, dass hier in Kassel der Vorläufer von Hartz IV, die Verschärfung der Sozialhilfe, da wurde nicht nur mir gesagt, von einem SPD-Menschen, der hier oder von mehreren, die hier in Kassel im Stadtparlament saßen und auch von einem, der im Bundesparlament saß, das ist doch nur ein Modell. Wir haben jetzt Hartz IV schon ziemlich lange. Das Einzige, was erreicht wurde, ist, dass die Heizkosten tatsächlich übernommen werden, falls sie nicht so hoch sind. Wie viele Kinder nicht mitgefahren sind bei Klassenfahrten, wie viel Not entstanden ist, wie viele Menschen sich umgebracht haben. Damals hieß es ist doch nur ein Modell. Ich glaube der SPD nichts mehr. Ich habe eine eher technische Frage, und vielleicht kann die Herr Glunk beantworten oder jemand anders, der es weiß. Wenn es TTIP oder CETA oder TISA durchkommen sollten und aber, sagen wir mal, in 10 oder 15 Jahren sich dort die Mehrheitsverhältnisse ändern, also eher die Kritiker dort auch in den Parlamenten die Mehrheit stellen, wie könnte man dann im Nachhinein sozusagen was tun gegen schon beschlossene Freihandelsabkommen? Geht da überhaupt irgendwas, und wenn ja, wie? Vielleicht noch was sofortige Antwort. Ja, ich bin kein Jurist, aber ich gebe mir Mühe. Die genannten Abkommen sind völkerrechtliche Abkommen. Das heißt, sie gehen dem nationalen Recht und auch dem EU-Recht vor. Normalerweise enthalten auch diese Verträge sogenannte Ausstiegsklauseln. Die sind meist sehr großzügig angelegt, dass man erst nach einer Reihe von Jahren einen solchen Vertrag kündigen kann und dass er danach noch eine Reihe von Jahren gültig bleibt. Bei dem schrecklichen multilateralen Abkommen über Investitionen vor 16 Jahren durfte zum ersten Mal nach 5 Jahren gekündigt werden, und dann sollte dieses Abkommen noch 15 Jahre weiter gelten. Also, das heißt also, 5 Legislaturperioden lang konnte man da nicht raus. Diese extremen Kündigungsfristen versucht man heute zu vermeiden. Auf die Frage, welche Ausstiegsfristen bei den genannten Verträgen vorgesehen sind, erhalten Sie heute keine Auskunft. Die Europäische Kommission sagt, das wird erst mit dem Verhandlungspaket insgesamt veröffentlicht werden. Politiker sagen Ihnen, wenn wir so ein Abkommen verhandeln, dann denken wir nicht an Ausstiegsklauseln. Völlig unbekannt. Weil Juristen bereiten sich natürlich immer auf den schlechten Fall vor und nicht auf den guten. Für die guten Fälle, dass alles gut geht, bräuchten wir keine Verträge und keine Juristen.
was Sie von wechselnden Mehrheiten gesagt haben, und auch eine geänderte Mehrheit kann einen solchen Vertrag, wenn er nicht in Ausstiegsklauseln enthält, nicht einfach wieder aufgeben. Sie kann nur dann den Ausstieg beschließen. Es gibt eine Reihe von Staaten, die mit den Ausstieg aus solchen bilateralen Investitionsschutz- und Handelsabkommen beschlossen haben. Südafrika, eine Reihe von südamerikanischen Ländern haben verschiedene Verträge gekündigt, wegen der Schiedsgerichtsklausel. Sie werden in irgendwelchen Jahren, wenn sie dann aussteigen. Das Nachverhandeln von Verträgen ist eine andere Geschichte. Wenn Sie in dem Vertrag festlegen, dass nachverhandelt werden soll, dann kann nachverhandelt werden und wird Bestandteil des Vertrages. Ansonsten müssen Sie halt einen neuen Vertrag schließen oder einen Ergänzungsvertrag oder was anderes. Also Sie können immer Modifizierungen anbringen, besonders wenn sie im Vertrag selbst vorgesehen sind. Das ist was als Metapher Living Agreement heißt, das kein juristischer Begriff ist, aber damit wird kundgetan und wird gesagt, dass es kein einfacher, mal feststehender Text ist, sondern dass er in den kommenden Jahren weiter modifiziert werden kann. Ist das ungefähr eine Antwort? Aber in welchen Verhältnissen einstimmig? Oh, jetzt bin ich zu viel gefragt. Das weiß ich nicht mehr. Eine Frage zu diesen Veränderungen. Ich habe irgendwo, das ist nur ein Satz, weil es ist nur ein Satz. Ich moderiere, ich mache das ungerecht, Sie können sich über mich aufregen, ist mir ganz egal. Es ist wohl die Möglichkeit der Nachverhandlung gegeben. Aber irgendwo habe ich auch gelernt, dass es dann nur möglich ist, wenn eine hundertprozentige Übereinstimmung stattfindet. Wenn einer nicht dafür ist, wird dieser Punkt nicht angenommen. Frage, ist das richtig? Ja, möglicherweise ist es richtig. Möglicherweise liegt aber auch eine Verwechslung vor. Die Herausnahme des Bereiches audiovisuelle Medien, manche Leute sagen auch Kultur, aus den TTIP-Verhandlungen, die kann nur wieder rückgängig gemacht werden, also wieder in die Verhandlungen eingeführt werden, wenn alle 28 europäischen Länder dieses befürworten. Wenn es nur 27 sind, bleibt es draußen. Danke. Dann weiter in der Rede. Ja, ich habe auch. Da hängt da einer sich die ganze Zeit gemeldet. Ja, auch hier schon. Wegen der Rotierung in der ersten Runde. Das vierte Mal jetzt. Auch in der ersten Runde. Okay. Dann dahinter, ja, Welche Standards zum Beispiel werden da formuliert, wenn es um dieses nicht tarifliche Geschichte geht, also wo zwei Tarife eben ausgenommen sind? Und das andere ist, wie ist es dazu gekommen, dass überhaupt Privatanwälte sich darum kümmern, um da zu verhandeln? Und warum überhaupt Geheimhaltung? Das ist fast schon ein bisschen wie eine rhetorische Frage. Ich schicke jetzt zwei Statements hinterher. Ich finde auch so Begriffe wie Wachstum und frei, für wen soll es frei sein? Was ist mit Wachstum gemeint? Und welche Konsequenzen hat das auch eben für eben kleinbäuerliche Verhältnisse, zum Beispiel in Indien? Da ist ja schon nur als Beispiel. Diese Gentech-Geschichte hat ja freies Wachstum überhaupt nicht für die Bauern gebracht, sondern hat ja eine Not gebracht. Letztes Statement-Teil da hinterher schicken. Also wie kann es überhaupt möglich sein, dass angesichts dieser Tatsache, das sind ja jetzt keine Spekulation oder keine, ich weiß nicht, also mir fehlen fast die Worte, wie Sie merken, also angesichts dieser Tatsache, wie kann überhaupt noch so ein System von Abkommen haben diese Leute, die das wirklich kein Herz im Leibe, ja? Das ist so. Wenn der
Danke, dass ich nochmal hier war. Ich möchte ganz kurz, bevor ich meine Frage stelle, etwas dazu sagen. Ich bin in West-Berlin geboren als kleiner Junge. Kurz vor meinem 10. Lebensjahr habe ich die französischen Panzer erlebt, wie sie bei uns vorbeigesaust sind. Und wir haben damals ein sehr gutes Verhältnis zu den amerikanischen Soldaten. Ja. Also wir Kinder haben ganz allgemein als West-Berliner die amerikanischen Soldaten geliebt. Die waren sehr nett mit uns. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Und ich habe sogar als 18-Jähriger in einer US-Einheit eine amerikanische Uniform getragen. Und ich war sehr, sehr glücklich. Ich glaube, kein amerikanischer Soldat war glücklicher als ich, gerade diese Uniform anzuhaben. Und ich habe mit meiner Tochter auf den Schultern noch circa 82 oder 83 der amerikanischen Parade zugejubelt. Und dann habe ich lernen müssen, ich war damals noch sehr naiv, dass Politik was anderes ist, als ich gedacht habe. Dass die Amerikaner aus anderen Gründen, zum Beispiel in West-Berlin oder in Deutschland waren, als gedacht. Das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ungefähr 2002. Und da wurde mir klar, dass Amerika Kriegsverbrechen verübt hat seit mehr als 100 Jahren und heute in einer Art und Weise, wie es nicht mehr hinnehmbar ist. Wir haben heute in diesem Augenblick mit Sicherheit amerikanische Berufsmörder in der Ukraine, die gegen russische Zivilisten in der Ostukraine eingesetzt werden. Russische Mörder gibt es nicht, oder? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der Vertragspartner in, wie wir gehört haben, eine von bilateralen Verträgen. Ja, es geht nicht um die böse Amerikaner, das ist auch eine moralische Frage. Herr Lenders, ich war einmal kurze Zeit in der FDP. Sie haben schon Churchill erwähnt. Ich will Ihnen sagen, wie Churchill gestorben ist. Er hat gesagt, what a fool I was. Und als Churchill über die deutschen zerstörten Städte geflogen ist, hat er gesagt, wortwörtlich, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Meine Mutter ist dreimal ausgebombt worden in Berlin und meine gesamte Familie ist durch den Krieg in einen absoluten Ruin gekommen. Ich habe das als Kind nicht so gesehen. Ich habe nicht gewusst, was Globalpolitik und Hochfinanzpolitik ist. Wir haben vorhin gehört, dass die Amerikaner, die ganz normale amerikanische Bevölkerung. Und ich habe das selbst von einem amerikanischen Juristen gehört, obwohl ich jetzt auch ein Zeuge dafür, das oftmals nicht richtig findet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn die ganze Bevölkerung weltweit und in den Staaten, in der EU und in den USA über die weltweite Geheimpolitik richtig informiert ist, dass sie ablehnen würde. Wir haben in Deutschland zur Goethe-Zeit bin gleichwertig. Sonst wird die Frage nicht verstanden. Die Frage wird sonst nicht verstanden. Wir haben in Deutschland zur Goethe-Zeit den deutschen Idealismus gehabt und die deutsche Romantik. Das, was eigentlich hoch deutsche Kultur ist, ist im Laufe der Zeit zerstört worden. Und hier geht es also jetzt um folgende Frage. Vielleicht ist das die Vorrede dann sinnvoll für die anderen. Hat Deutschland erstens Souveränität gegenüber Amerika? Ist es ein besetztes Land oder nicht? Haben wir einen Friedensvertrag, der uns souverän macht? Nein. Nein. Hat also dann Deutschland überhaupt die Möglichkeit? Ganz einfach. Hat Deutschland überhaupt die Möglichkeit, gegenüber den USA zu widersprechen? Das ist also meine Frage dazu. Und ich selber kann ganz deutlich sagen, aus moralischen Gründen würde ich als Einzelperson niemals Sie sprechen jetzt schon 5 bis 6 Minuten. Ich bin gleich fertig. Nein. Ich gebe jetzt das Wort von Herrn Lenders, er wird darauf antworten. Nein, das war Vertragsrecht bricht alle Rechtsformen. Das ist der Grund, was in Bezug auf die Anwaltsfrage zu haben ist. Dankeschön für Ihren Beitrag. Gerne, ich zahle. Ich soll gleich antworten. Soll ich die anderen Fragen, die auch an mich richten, auch gleich mitmachen? Okay, ich versuche es dann relativ schnell zu machen.
hat die Bundesrepublik ein Widerspruchsrecht, kann sich dagegen wehren? Eindeutig ja. Sie kann es, sie ist selbstbewusst genug und sie macht es auch an vielen Stellen. Und viele von europäischen Nachbarstaaten fordern auch gerade von der Bundesregierung in diesen Zeiten auch mehr Führungsstaaten. Wenn das nicht der Fall ist, und deswegen komme ich, versuche es schnell zu machen, weil Sie hat mich eben gefragt, WTO, Sie sind noch bei hier? WTO hatten Sie mich gefragt, da bin ich jetzt ganz schnell im Bereich der Spekulation, was denn die USA dazu treibt. Ich will Ihnen nur sagen, die Alternative dazu ist, zu diesem Freihandelsabkommen, eben diese bilateralen Verträge der Bundesrepublik mit den USA. Dann haben Sie eben in den Nachrichten, dass der Bundeswirtschaftsminister nach Washington gereist ist und ein Handelsabkommen geschlossen hat. Was da drin steht, werden Sie nie erfahren, aber das ist gängige Praxis. Also dann machen die Länder Stück für Stück eben diese Handelsabkommen, um Handelsbarrieren abzubauen. Und natürlich ist es dann in dem europäischen Gedanke richtig, dass man das tatsächlich als Aufgabe an Europa, an die nächste Ebene abgibt. Aber es sind immer die Länderinteressen, die Nationalstaaten in ihren Interessen davon betroffen. Haben wir immer wieder auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehabt, die klar gemacht haben, wo hier die Grenzen auch von Politik sind, wenn die Verfassung davon tangiert ist, zieht das Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Linie. Das andere ist Vergaberecht. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Also Förderung regionaler Unternehmen ist immer ein hehrer Gedanke. Ich kann Ihnen sagen, an dem Gesetz habe ich selber mitgewirkt, das ist das Mittelstandsvergabegesetz, da haben wir die Vergabegrenzen etwas angehoben. Das hilft den regionalen Unternehmen. Aber wenn Sie die Grenzen zu weit nach oben nehmen, machen Sie das Tor für Korruption auf. Und da sind Sie die Erste, die sich dann angreifen und sagen, was habt ihr denn da wieder veranstaltet? Vergabegesetze sind nicht immer nur dafür da, um jemanden, ich sag mal, einen Markt abzuschotten, sondern sie sind eben auch dafür da, einem Marktteilnehmer die Chance zu geben, auf einem anderen Markt tätig zu werden. Das sind immer die beiden Seiten der gleichen Medaille. Die Dienstleistung unterliegt auch dann, auch wenn die aus den USA kommt. Mit Vergaberecht, was wir uns hier in Hessen gegeben haben. Und jetzt kann man da lange drüber streiten, ob Vergabe fremde Kriterien hinein sollen. Was ist das? Das ist etwas, dass ich sage, ich will nicht, dass Produkte von Kinderarbeit beim Auftrag der Stadt Kassel drinstecken. Ja, das kann man fordern, das sind diese ILO-Kernarbeitsnormen, da wird viel von geredet. Das Problem ist nur, das Überwachen dessen ist fast unmöglich. Und deswegen sagt man, das hat aber mit dem eigentlichen Auftrag ja gar nichts zu tun. Das ist also, es dient nicht der Preisfindung oder dem Verbessern des Auftrages, der da zu erledigen ist. Also von daher würde ich immer sagen, das Vergaberecht, wie wir es haben, regelt dann auch ein US-amerikanisches Unternehmen, das gibt es ja, Ford, Opel sind auch amerikanische Unternehmen, die hier tätig werden und sich an öffentlichen Aufträgen beteiligen, müssen sich auch daran halten, was hier Recht und Gesetz ist. Danke für die Antwort. Herr Schläfer, ich habe Sie ja auch, und Sie sind ja auch direkt angesprochen worden. Wie wollen Sie mich davon überzeugen, ja, nächste Woche SPD zu wählen? Also ich fürchte, ich kann das. Also ich fürchte, A, ich schaffe es nicht. So selbstbewusst bin ich dann doch nicht, weil also ich kann Ihnen jetzt keine Formulierung präsentieren, das tut mir leid. Das ist doch relativ schwierig an der Stelle. Deshalb möchte ich nur grundsätzlich sagen, das ist ein Problem, was die Frage der kommunalen Daseinsvorsorge angeht, dass wir grundsätzlich innerhalb der EU schon haben. Auch mit einem System, wie wir es in der Bundesrepublik haben, was in der Art in der EU auch nicht üblich ist. Und die Sparkassen, das Wasser und Co., das ist immer mal wieder auch an der Stelle gegen die Versuche, das an der Stelle völlig zu deregulieren und damit sozusagen den Kommunen das aus der Hand zu nehmen, müssen abgewählt werden. Und das sage ich auch ganz klar, Sie sagen heimlich, ich freue mich nicht heimlich drüber, ich habe letztes Jahr auch bei Right to Water unterschrieben. Ich freue mich, dass diese Initiative die entsprechende Mehrheit bekommen hat und ich halte es auch für richtig,
dass das Wasser, dass die städtischen Werke an der Stelle nicht privatisiert worden sind. Also das ist sozusagen zu meiner Position an der Stelle. Dass Sie der SPD nichts mehr glauben, das tut mir leid. Auch daran werde ich heute Abend sicherlich nichts ändern können, weil wenn Vertrauen und der Glauben an jemanden verloren gegangen ist, dann kann man das nicht durch Reden, das ist vorhin ja schon mal angekommen, durch Reden wieder wettmachen, sondern da muss man versuchen, das durch das, was man tut, wieder zu schaffen. Wie schnell der SPD das fällt, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, das sehen Sie jeden Tag. Es tut mir leid, dass es so ist, nur an der Stelle kann ich es heute Abend tatsächlich nicht ändern. Warum macht man das bilateral, Herr Rosenöbel? Das ist ganz klar, weil es nicht gelungen ist, ob man es gut oder schlecht findet, aber weil es nicht gelungen ist, das global zu regeln und insgesamt zu regeln. Und deshalb schaut man jetzt, wo man seinen Partner findet, um diesen Freihandel zu machen. Das ist die einfache Antwort. Ja, gut, jetzt ist die Frage natürlich. Also, wir sind halb 10 ist es. Ich denke, wer noch ganz dringend. Ja, ganz dringend eine Frage loswerden möchte, eine Frage, der soll das jetzt machen, dann machen wir eine Runde und der Michael Erhardt wird bestimmt auch nicht der Erste sein, damit sie rechtzeitig zum Zug kommen. Also, das war. Sie haben ungefähr so recht, Sie haben noch Schulden, Sie haben wirklich nur Schulden von der Redezeit. Also, okay. Das war jetzt hinten. Sie und dann. Ja, ich weiß, ich bin nicht schlechter da. Dein Bundestag sitze für die Linke. Ob Sie bereit sind, sich dafür einzusetzen, dass CETA im Bundestag behandelt, ratifiziert oder abgelehnt wird, weil die Bundesregierung sagt, das ist nicht Parlamentsrecht, sondern das ist Regierungsrecht und die Regierung ist nicht interessiert daran, dass CETA überhaupt im Bundestag behandelt und gegebenenfalls ratifiziert wird. Und das kriegt man nur hin, wenn man Druck aufmacht und das wäre das Mindeste, was man gemeinsam machen könnte. Ansonsten appellieren Sie mal an Ihre Kollegen, dass Sie sich mehr als Whistleblower verstehen. Diese Geheimniskrämerei muss man konkret durchbrechen und da hat man auch als Abgeordnete eine Chance und eine Verpflichtung dazu. Wunderbar. Ich verspreche es wirklich ganz kurz zu machen, denn die eine Frage ist schon gerade, oder das, der Appell ist gerade schon gestellt worden. Deshalb eine konkrete Frage nochmal, die von jemandem schon mal gestellt wurde, aber bisher nicht beantwortet wurde. Wer hat sich diese seltsame Geburt ausgedacht, dass man mit zwei oder drei privaten Rechtsanwälten ohne Revisionsmöglichkeit und, haben wir ja alle schon gehört, dass das so geregelt werden sollte. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, welcher normal denkende Mensch so einem Konstrukt zustimmen kann. Alles andere ist ja nicht möglich. Es geht auch die Frage an die Europapolitiker, wer hat da am meisten geschlafen? Denn das muss doch dieses Konstrukt, diese Fehlkonstruktion, die muss doch bei aller Geheimhaltung irgendwann doch durchgesickert sein. Alles andere ist eine Folge davon. Danke. Ich muss mich in Form einer Frage kleiden. Eigentlich wollte ich ein Statement abgeben, aber ist Ihnen eigentlich als Politiker klar, dass das, was da läuft, wirklich der Verzicht auf die demokratischen Rechte ist? Dass das, was da läuft, lediglich eine Erschließung von Absatzmärkten ist, und zwar zulasten der dritten Welt letztlich auch und zulasten der Ärmeren. Dass es um Profit geht und Gewinnmaximierung. Die statistischen Erläuterungen des FDP-Mannes zum Beispiel und viele andere Zahlen zeigen, dass wir keine Prognose für Verbesserung unserer Umwelt und unserer sozialen Bedingungen haben. Letztlich, ironische Frage, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie da einen großen Gedankenklau machen, wenn Sie dem zustimmen?
ich möchte dazu sagen noch eins, ich bin Jurist, bin Anwalt und ich finde die Schimpfe, die gegenüber den Anwälten hier läuft, zu Recht. Wer Schiedsabkommen über unsere demokratischen gewählten bzw. eingerichteten Richter und Gerichte stellt, der zweifelt an unserem Rechtssystem. Letzte ironische Frage. Ist Ihnen eigentlich klar, dass hier ein Gedankenlauf vorherrscht? Wir redeten doch mal von anderen sozialen Bedingungen, von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe den Eindruck, dass hier ein bedingungsloses Grundeinkommen für Konzerne geschaffen wird. Aber zu der Fragestellung, wer sich Schiedsgerichte ausgedacht hat. Ja, wir haben hier in Kassel die Firma Bombardier, die stellt Lokomotiven, das wissen hier alle. Die hieß mal Atrans. Atrans hat Daimler gehört, Daimler hat das verkauft an die Firma Bombardier. Dann haben die Streit gekriegt über den Kaufpreis, nachträglich. Ja, in solchen Fällen kann es sein, dass beide Parteien sich freiwillig darauf einigen, dass das nicht vor dem normalen Prozess vor dem Schiedsgericht letztendlich geklärt wird, dass es auch nichts Unvernünftiges, ja, spart Konfliktkosten, ja, aber beide Parteien haben sich freiwillig darauf geeinigt. Also eine Sache, die kommt aus der Wirtschaft. Ja, diese Methode kommt aus der Wirtschaft. Wenn aber dauerhaft so ein Schiedsgericht eingerichtet ist, ja, also, wo dann eben Staaten verklagt werden können. Das ist eine völlig andere Dimension. Da geht es letztendlich darum, ja, der Staat ist doch der Hort der Demokratie. Ja? Das Unternehmen ist der Hort letztendlich des Profitstrebens. Das heißt, das Wirtschaftsinteresse wird gestellt über die demokratische Entscheidung von Staaten. Ja? Und das ist auch das, ja, wo mir wirklich die Hutschnur platzt, wenn man bei sowas mitmacht. Und das ist mir scheißegal, das sage ich euch auch mal ganz offen. Ja? Ob das mit den USA ist oder mit Kanada ist. Ja? Letztendlich müssen wir Bürgerinnen und Bürger doch unser demokratisches Interesse artikulieren können. Und verdammt nochmal, das muss doch bitteschön vor Wirtschaftsinteresse gehen. Ja? Den vermisse ich nämlich bei dieser Kampagne. Na, wie gesagt, der IG Metall-Vorsitzende hat sich geäußert. Ich habe den Franz Zirske am 1. Mai gefragt, weil der zufälligerweise auch in Frankfurt gesprochen hat. Der sagt, er wäre dabei, ja, bei einer entsprechenden Kampagne gegen TTIP. Ich finde, dass man das jetzt so langsam mal nutzen sollte. Ich rede mir da schon seit einem halben Jahr den Mund fusselig. Ja, da müssen jetzt auch mal Taten folgen. Ich habe denen gesagt, also wenn ihr euch jetzt nicht mal langsam bewegt, machen wir eine Gewerkschafterinitiative von unten, können wir auch machen. Ja, also weil ich glaube, dass die Fragestellung der Bewegung, ja, dass die Fragestellung der Bewegung wird es am Ende entscheiden. Ja, es wird nicht in den Parlamenten entschieden. Ja, und sowas. Da können die SPD da 22 mal sagen, wir haben uns echt geändert. Ja, und die Grünen auch. Ja, und sowas. Das wird nicht lange. Ja, es wird am Ende nicht lang, weil immer irgendwelche, sag ich mal, dann halt eben Leute dann ausbrechen, die vielleicht nicht so gut für dich sind wie die beiden, die da hier gerade neben mir sitzen. Aber wie gesagt, gemessen werdet ihr am Ende eh an den Taten. Ja, und ich sage nur mal so als Tipp, mach doch bitte schön die Agenda 2010 rückgängig, jawohl, und sowas, dann glaubst du es wieder. Nochmal nachfragen bei der Mariana, die ist ja hier allgemein bekannt, ja, und sowas. Also, Auskunft ist an dieser Stelle Fracking. Es ist jetzt hier keine Fracking-Diskussion, aber Fracking ist nicht nur in Hessen ein No-Go für die Linke, sondern eben auch anderswo, und dabei bleibt es auch, und gut ist. Zu den Massenmedien nochmal eine Geschichte, was mich etwas erschüttert hat. In Berlin war eine Demo mit 12.000 Leuten, da ging es um die Energiewende, ja, so. Schaut euch mal an, was da in den Berliner Zeitungen drin ist. Da ist in der Hälfte der Zeitungen nichts, gar nichts. Und das zeigt einfach nur, ja,
wenn du Bewegung machen willst, dann muss es ein bisschen größer angelegt sein. Der Raum hier war rammelvoll, ja, und sowas. Ich finde das großartig und ich finde, da müsste noch eine Schippe draufgelegt werden. Überlegt euch doch mal hier in Kassel, ob ihr nicht auf die Gewerkschaften, auf die Kirchen, auf andere zugeht, um sag mal, so ein lokales Bündnis hinzukriegen. Ich glaube, es lohnt sich bei diesem Thema TTIP, weil ich bin der festen Überzeugung, wir kriegen das gekippt. Wir müssen allerdings vorher noch mal klären, was wir jetzt mit diesem CETA machen. Ja, das darf natürlich vorher nicht in Kraft treten. Das dürfte auch relativ klar sein. Also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und bitteschön, gehen alle wählen am 25. Mai. Das Ergebnis der Europawahl ist nicht ganz unentscheidend. Ja, wenn da 150 oder 200 Rechtsextreme einrücken, dann weiß ich auch, was die machen, wenn da eine Abstimmung kommt zu diesem Thema. Ja, und diese Arschgeigen braucht kein Mensch. Engagierte Teilnahme, falls du jetzt dann in den nächsten Minuten dann verschwindest. Im DGB habe ich übrigens vor 3 Monaten mal gefragt, was sie denn davon halten und was sie machen, ob man nicht was zusammen machen könnte. Und das war dann so. Das DGB Bundesverband weist gerade einen Antrag zu. Ich hoffe, dass in 3. Aber da steht nicht drin, Stopp TTIP. Sonst ist irgendwie, hat da die SPD versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen, glaube ich. Also ich hoffe, dass. Dass die SPD da versucht hat, Einfluss zu nehmen, das glaube ich hier nicht. Das glaube ich deshalb nicht, weil die SPD sich erst nach dem DGB angefangen hat, irgendwie sich mit der Thematik. Ich weiß nicht, mal Gabriel meinen Vorsitzenden. Das mag sein, da gibt es ja jetzt einen neuen Vorsitzenden beim DGB. Der hat sich heute in der Zeit geäußert. Und nicht das, was er da heute gesagt hat, gelesen hat, ist er immer noch nicht dabei zu sagen, stopp das. Aber er ist ganz kurz davor. Das heißt, was die Gewerkschaft, also was die GmbH angeht, könnte es sein, dass da in den nächsten Tagen durchaus auch nochmal eine andere Position kommt. Es ist eben für Menschen, also für die, die sich in diesem Bereich bewegen, ist es beim DGB eben auch nicht ganz so einfach. Es ist halt nicht eine Gewerkschaft, sondern es sind ganz viele dabei, die durchaus da auch unterschiedliche Interessen haben. Nach wie vor, das sage ich an dieser Stelle auch nochmal, bin ich der Meinung, dass es nicht, bevor da vernünftig bekannt ist, um was es geht, sinnvoll ist, das jetzt von vornherein abzulehnen. Unsere Position ist, dass es verhandelt werden soll, dass transparent und offen verhandelt werden soll, sodass man mit der Öffentlichkeit nachvollziehen kann, worum es geht. Und dass die Zivilgesellschaft, dass Gewerkschafter und nicht nur die Wirtschaft an diesem Prozess auch beteiligt werden. Und dann muss am Ende entschieden werden, ob das, was da abgestimmt werden soll, ein Ja oder ein Nein verdient. Das kann man nicht machen, bevor nicht das Ergebnis dann auf dem Tisch ist. Also eins muss ich sagen, wir sollten hier eins nicht versuchen im Wettbewerb, wer brüllt am lautsten gegen TTIP und wer ist dann der Bessere dagegen. Und schon gar nicht sollten wir diese kruden Verschwörungstheorien in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stellen. Ich sage es mal ganz einfach so, wir haben in dieser Debatte, und da komme ich auch zu der grünen Haltung, vor einem Jahr angefangen, da wusste noch gar keiner, wie das Ding heißt. Und wir haben es bis jetzt geschafft, 500.000 Unterschriften zu übergeben. Also da bewegt sich was. Und ich glaube auch, liebe Kollegen von der SPD, auch in der SPD bewegt sich was. Ohne die können wir nämlich auch im Europäischen Parlament nichts bewegen. Da sollte man jetzt nicht so rumbrüllen, mit Verlaub. Vor 50 Jahren hat es das erste Abkommen gegeben mit dem Investorenschutz. Da habe ich auch noch in Sandkasten gespielt. Da habe ich mich auch noch nicht dagegen wehren können. Das muss man fairerweise mal sagen. Dass das in der Bevölkerung bis vor kurzem keinen aufgeregt hat, kann ich nur selber sagen. Ich habe versucht, anlässlich des Freihandelsabkommens mit Kolumbien zu mobilisieren. Da hätten wir vielleicht, ich habe es in einem anderen Raum gemacht, da saßen 10 Leute, die sich aus NGOs, Entwicklungsgruppen zusammengefunden haben. Es hat kein Schwein interessiert. Jetzt natürlich, wo die Diskussion mit den Amerikanern geht, da wird es natürlich ein bisschen mehr frickeln, das glaube ich auch. Aber das heißt dann nicht, dass wir uns gegenseitig sozusagen anbrüllen sollten, warum haben wir vor 50 Jahren nichts dagegen gemacht. Sorry, da hat sich auch noch keiner geahnt, was als
was aus den Schiedsgerichten wird, nämlich ein praktisches Geschäftsmodell für Rechtsanwälte. Die Situation hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Insofern haben wir tatsächlich, Sie können es ja bestätigen, in den letzten 10 Jahren eine neue Situation. Da hätte man sich gerne früher darüber aufregen können, aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Nicht nur, was ich in dem Wahlkampf erlebe, dass sich viele Menschen gegen dieses Abkommen engagieren. Und wir haben heute Abend nicht über die Standards im Verbraucherschutz geredet. Aber das sage ich auch mal ganz positiv in Richtung der Europawahl. Was ich positiv finde bei der ganzen Geschichte, da merken die Europäer mal sozusagen, was die europäischen Instanzen auch Positives geschafft haben, nämlich den vorsorgenden Verbraucherschutz, eine ziemlich restriktive Politik im Chemikalienbereich und dass wir ja doch wesentlich verhindert haben, dass wir zum ersten Mal keine einziges Quadratzentimeter Gentechnik in Deutschland am Anbau haben. Wir haben was erreicht und das gilt es zu verteidigen, also eine positive Botschaft aus den ganzen Sachen mitnehmen in den Europawahlkampf. Und den letzten Satz sozusagen auf die Haltung der Grünen. Ich habe letztes Jahr im April die erste kritische Stellungnahme dazu geschrieben. Ich als Agrar- und Verbraucherschutzpolitiker, klar, meine Themen. Da war meine Haltung noch, nehmen wir das raus und diskutieren das weiter. Ich habe mich radikalisiert in dem Prozess. Das gebe ich gerne zu, weil ich sehe, dass es nicht nur um die Verbraucherstandards geht, sondern es geht insgesamt um, wo geht es in der Handelspolitik hin. Und immerhin hat die Bundespartei auf dem letzten Parteitag einen fast einstimmigen Beschluss gefasst, diese Verhandlungen so sofort zu stoppen. Das ist die Haltung der Grünen, mit der ziehen wir in den Europawahlkampf. Und damit ist auch die Haltung der Europafraktion an diesem Punkt sehr eindeutig, denn wir haben somit noch eine klarere Position auf europäischer Ebene, als die Bundespartei hat. Nämlich so nicht. Und mit dieser Position, glaube ich, können wir auch Mehrheiten in Europa gewinnen. Die Situation ist ja nicht nur in Deutschland so, die erlebt man in Frankreich genauso, dass in Frankreich genauso gegen das TTIP angegangen wird. In Österreich haben wir eine große Bewegung. Wir haben zum ersten Mal wirklich eine europäische Bewegung gegen diese Art von Handelspolitik und ich glaube, da lohnt es sich für zu kämpfen. Da müssen wir uns nicht rhetorisch jeden Tag noch einmal überbieten. Wir haben die Mehrheit hinter uns. Was nehmen Sie denn von dem Abend mit? War es sehr anstrengend? Ich nehme mit, dass ich tatsächlich nicht den schwersten Stand heute Abend hatte. Und ich bin mal gespannt, ob nach dem 25. Mai, nach der Europawahl, auch noch viele Vertreter, die jetzt hier schon sehr engagiert diskutiert haben, was auch in der Sache richtig ist, denn nur so geht es weiter. Und so kann man sich auch Gehör verschaffen. Ob das denn nach der Europawahl auch noch anhält? Weil das Handelsabkommen hat nichts mit dem Termin der Europawahl zu tun. Das geht weiter. Und jeder, der da Einfluss drauf nehmen will, und da kam eben die Frage von dem Kollegen aus dem Bundestag, verdammt nochmal, warum haben Abgeordnete eigentlich so wenig Selbstbewusstsein? Warum schaffen wir es eigentlich nicht, diese... Ja, ich will mal sagen, auch Arroganz, und ich sage, das ist auch jemand, der ja selber mal regierungstragende Fraktion war, von der Ministerialbürokratie, die immer zu erklären zu lassen, was alles nicht geht. Die kommen aber nie und sagen dir als Parlamentarier, was geht. Aber was du als Parlamentarier machen kannst. Mehrheiten organisieren im Parlament und dann ins Parlament ziehen und da die Diskussion führen. Und da wird sie auch transparent geführt und da wird sie auch offen geführt. Und dann gehört sie auch hin. Das ist ein Stück weit gelebte Demokratie. Hier heute Abend auch. Deswegen hat es mich gefreut, hierher zu kommen. Und danke mich auch für so eine faire Diskussion und komme auch gerne wieder. Ein BGE für Konzerne finde ich keine gute Idee. Das habe ich hoffentlich hinreichend rübergebracht. Aber da ich ja für die Piraten antrete, bin ich für das Stichwort trotzdem sehr dankbar, denn wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern perspektivisch, natürlich längerfristig auch für die europäische Ebene. Was genau mit dieser Absenkung der Ungleichverteilung auf einer breiteren regionalen Ebene zu tun hat, das halte ich für eine ganz wichtige Debatte. Ein Stichwort ist eben auch gerade nochmal gekommen, das ist das Thema Fraktionszwang. Das ist in der Tat im Bundestag ein extremes Problem, denn es ist
verfassungswidrig, das weiß jeder. Es findet trotzdem jeden Tag statt, das weiß auch jeder. In der letzten Woche vor der Sommerpause wurden 3 Anträge auf ein Whistleblower-Schutzgesetz abgelehnt von allen anderen Parteien. Obwohl in den 3 Entwürfen faktisch das gleiche drin stand, kam von den 3 Oppositionsparteien. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum sowas immer passiert. Obwohl alle erzählen, Whistleblower-Schutz wäre toll. Also da würde ich mir das auch wünschen. Es gab noch eine Frage von irgendjemandem, ist Deutschland ein souveränes Land? Also ein ehemaliger Bundesrichter war auch lange im Bundestag, Wolfgang Neskowitsch, dem habe ich diese Frage auch mal gestellt, weil ich bin keine Juristin, der hat gesagt, doch, doch, rein rechtlich, alles sauber. Das Aber kommt aber trotzdem. Denn es geht nicht nur darum, ob man rechtlich souverän ist, sondern ob man sich souverän verhält als Land. Auch noch mal kurz beim Thema Whistleblower-Schutz, dass wir uns nicht verhalten wie ein souveränes Land und andere Nationalstaaten in der Europäischen Union genauso wenig sehen wir an dem, wie Edward Snowden im Moment behandelt wird. Als Whistleblower, der das letzte Sicherheitsnetz der Demokratie hier gewesen ist und ausgeliefert ist an eine zumindest in Frage gestellte Demokratie in Russland, wo man nicht weiß, was ihm passiert. Jedes einzelne Land in Europa hat so viel Schiss vor den USA, dass sie sich nicht trauen, Menschenrechte einzuhalten. Politisches Asyl steht sogar in unserer Verfassung. Und trotzdem wagen wir es nicht, weil unser Land zu feige ist. Da wir ja, das ist auch mein letzter Satz, da wir ja das Thema Europa so indirekt zumindest haben, ich würde mir wünschen, und dafür würde ich kämpfen wollen, dass wir ein Whistleblower-Schutzgesetz auf europäischer Ebene haben, denn es ist dann viel einfacher, Rückgrat zu beweisen und europäische Eier zu haben, sozusagen, wenn es 28 Länder sind. Ich meine auf EU-Ebene, nicht Europa. Europa hat 44. Ja, ja, ich meinte EU-Ebene. Vielen Dank für die Korrektur. Man soll ja attention to detail. Ja. Also das halte ich für eine gute Gelegenheit, weil die Praxis zeigt, einzelne Länder trauen es sich nicht, aber 28 Länder der EU mit 500 Millionen Menschen dahinter, die können sich eher trauen und es durchhalten, gegen die USA aufzustehen. Und damit meine ich nicht die amerikanische Bevölkerung, sondern die US-Regierung.